Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute ist Samstag und ich bin heute auf ein Event eingeladen von Like. Ja, das ist eine Agentur, die vermittelt, ich sag mal, Influencer mit Unternehmen für Kooperationen. Und ich bin ganz gespannt, wie das so wird. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Aber als erstes gehe ich eine Runde spazieren. Montag. Das Event habe ich gar nicht mitgefilmt mit der Kamera, weil ich eine Umfrage bei Instagram vorher gemacht habe und ihr wolltet, dass ich das bei Instagram zeige. Also habe ich das getan. Gestern stand gar nicht mehr so viel an. Ich war halt dann beim Pferd und abends habe ich mit einer Freundin noch Football geguckt. Ja, heute hatte ich quasi ein verlängertes Wochenende, weil einmal ich für eine Kollegin morgen einspringe. Sie arbeitet dann für mich heute und die Kinder fallen auch aus, weil die auf Klassenfahrt sind, die Kindergruppen. Und jetzt gleich, oder um 17 Uhr, geht's zum Training. Der Aufbau fängt nämlich wieder an. Ja, ich habe den Trainingsplan gesehen und es wird anstrengend auf jeden Fall, weil ich ja jetzt... Meine Wimpern sind einfach zu lang für meine Brille. Ich komme die ganze Zeit dagegen. Ich habe jetzt 2,5 Wochen, 3 Wochen circa Pause gemacht. Also wirklich komplett gar nichts. Vielleicht einmal ins Fitnessstudio gegangen. Aber das kann man nicht wirklich als Training bezeichnen. Ja, das Wetter ist total super. Nicht. Es regnet und es ist voll ungemütlich. Und ich mag es nicht, bei so einem Wetter zu trainieren. Ja, aber da müssen wir alle durch, ne? Ja, ich bin gespannt, wie das Training wird heute. Und versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Gerade bei so einem Wetter draußen mit der Kamera ist ein bisschen blöd, aber ich gebe mein Bestes. Ja, so sieht das Wetter aus aktuell. Es wird so ganz leicht. Ja. Ich bin so froh, wenn ich am Mittwoch in den Urlaub fahre. Ich war nämlich von Mittwoch bis Sonntag nach Holland und ich hoffe, dass das Wetter wird besser als hier. Aber die Wettervorhersagen sehen gar nicht so schlecht aus. Gepackt habe ich auch schon einigermaßen. Aber ich mache mich jetzt gleich erstmal fertig fürs Training und mache noch so ein paar Übungen hier zu Hause. Oder ich fahre einfach früher in den Verein und mache die Übungen dann da. Genau. Also, bis später. Video. So sieht man aus, wenn man draußen trainiert hat, im Regen, Läufe gemacht hat. Toll. Cynthia, bist du fertig? Ja, minimal. Ich bin voll rot im Gesicht. Extrem. Vor allen Dingen, ich will auch ins Video und dann geht er so. Da sind meine Schuhe. Schön dreckig. Nee, Maike. Ich glaube, ich habe ausgemacht. Was machst du jetzt? Baden. Baden? Das klingt ja nach Spaß. Okay, wir sehen uns gleich. Wir treffen uns. Hallo! Hallo! Kennst du noch, wie heißt der? Wie heißt der? Thank you.
I don't know. Nach dem Training gehen wir alle ins Seebecken, um uns zu entspannen. Das ist toll. Erklär das mal. Das ist 42, fast 42 Grad. Ich bin jetzt wieder zu Hause vom Training. Ich habe jetzt schon am Verein geduscht, nachdem ich halt im Wärmebecken war. Und jetzt bereite ich mir mein Abendessen vor. Das Licht ist wunderschön hier. Ich mache mir eine Acai-Bowl. Das wird dann mein Abendessen sein. Nach dem Training, also wir haben so 200 Tage gemacht, die waren eigentlich ganz gut. Das ist, klar war es halt anstrengend. Aber das hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Nach dem Läufen war ich noch, oder habe ich noch Stabi gemacht. Das habt ihr ja gesehen im Video. Oder gerade eben. Ah, super. Genau, und dann war ich noch am Wärmebecken, das habt ihr auch gerade gesehen. Für 10 Minuten, 11 Minuten war ich, glaube ich, drin. Dann habe ich geduscht, nach Hause gefahren. Es ist einfach schon dunkel, das ist unglaublich. Wir haben jetzt, wie viel, nach 8 oder so. Ich mache mir jetzt mein Abendessen. Das zeige ich euch dann gleich. So sieht das jetzt fertig aus. Super lecker. So sieht das jetzt fertig aus. Da mache ich mir jetzt noch so ein bisschen Müsli rein. Dann so ein paar Körner, Sonnenblumenkerne, Chiasamen und sowas. Ich habe nach dem Training direkt eine Banane gegessen. Dann habe ich meinen Frost getrunken. Und esse jetzt halt die Acai Bowl halt als Abendessen. Weil ihr wolltet ja so ein bisschen, dass ich mein Essen immer so zeige. Mein Essen oder mein Essverhalten ist nicht so super. Genau, ja, das ist jetzt auf jeden Fall mein Abendessen. Und mehr nehme ich jetzt auch nicht mehr dann zu mir. Ganz viel trinken, das ist ganz wichtig. Gerade nach dem ersten Training wieder, um Muskelkater vorzubeugen. Hello, ja. Ich habe meine Kamera heute vergessen mit zum Training zu nehmen. Deswegen gibt es leider nichts vom Training zu sehen heute. Und damit beende ich auch diesen Vlog an dieser Stelle. Es wird halt, oder es ist ein sehr kurzer Vlog. Naja, ich fahre nämlich jetzt morgen in den Urlaub. Ich freue mich schon unglaublich auf den Urlaub. Wir fahren nach Holland. Da werde ich auch so ein bisschen was filmen. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Thank you.